Was ist Liebe? Ist Liebe eine Emotion und ein Gefühl? Es gab einen Moment in meinem Leben, da ist mein Herz gebrochen, aufgebrochen. Und in diesem Moment habe ich erkannt, dass ich immer lieben kann. Egal, ob die Liebe erwidert wird, egal, wie die äußeren Umstände sind. Liebe ist eine Entscheidung. Und Liebe ist ein Zustand. Liebe ist unsere eigentliche Natur. Wenn du in deinem Herzen verletzt bist, enttäuscht bist, dann ist da eine große Chance. Denn wenn das, was du erwartest und was du dir wünschst, durch deinen Partner oder dein Gegenüber nicht reflektiert wird, erwidert wird, erfüllt wird, oder du nicht widerspiegeln kannst, was dein Partner oder dein Gegenüber für dich von dir möchte, dann ist da eine große Chance dahinter zu erkennen, wenn wir tiefer blicken und tiefer in diesen Schmerz eintauchen, dass wir, egal wie die Umstände sind, immer die Wahl haben. Die Wahl, unser Herz zu öffnen und zu lieben. Ich habe die Erkenntnis gemacht, dass man letztendlich alles und jeden lieben kann. Liebe ist etwas, was durch uns fließt und durch uns strömt, wenn wir wirklich mit uns selbst und mit dem Gegenüber in Verbindung sind. Wahre Liebe macht auch frei und lässt los. Das Einzige, was uns beschwert, sind die unguten Verbindungen, die unguten Verstrickungen, die wir vielleicht mit Menschen haben. Und hierfür gibt es ein kleines Ritual, was ich selbst auch erst gestern Nacht wieder durchgeführt habe, auf den 1. Mai. Wenn du noch alte Verstrickungen spürst, die ungut sind, und dabei geht es nicht um das Gefühl der Liebe zu Menschen abzustellen, wäre das Verkehrteste, was du machen kannst. Du darfst immer lieben, auch Menschen, mit denen du vielleicht nicht mehr zusammen bist oder Menschen, mit denen es schwierig ist. Du musst diese Liebe nicht abstellen. Du musst auch an dieser Liebe nicht leiden. Nein, diese Liebe kann dich ernähren und erfüllen und ja, dir Kraft geben. Das Einzige, was du abschneiden musst, sind die dunklen, unguten Verstrickungen aus Angst, aus Eifersucht, aus Neid, Missgunst, Trauer, unvergebenen Dingen. Nimm dir einen Abend Zeit, hol dir eine schöne, große, am besten dickere, rote Kerze vielleicht. Rot steht einfach für uns, für die Liebe, oder rosa. Und ja, nimm dir ein Papier und Stift und schreibe. Schreibe dem Menschen, der dir jetzt gerade kommt, der vielleicht unerfüllte Liebe für dich bedeutet, auf welcher Seite auch immer, oder ein alter Partner, dein Ex-Mann, Ex-Frau, was auch immer, dich mit dieser Person oder diesem Menschen verbunden hat oder verbindet. Und schreibe von deinem Herzen heraus alles auf. Schreibe deine Dankbarkeit auf für die schönen Momente. Schreibe auf, was du erkennst, während du schreibst. Während des Prozesses des Schreibens an diese Person oder an diese Menschen werden Dinge kommen, es werden Sätze kommen. Es wird Anerkennung kommen für diese Person oder auch Trauer. Und du darfst das alles aufschreiben und ausdrücken. Nimm dir wirklich die Ruhe und die Zeit und schreib alles auf, was dich mit dieser Person verbunden hat und was du loslassen möchtest. Es geht vor allem um die Dinge, die du loslassen möchtest. Ich danke dir für die wundervolle Zeit, die wir zusammen geteilt haben. Und ich möchte dich und mich um Vergebung bitten für alles, was uns verletzt hat. Ich möchte all die Dinge, die zu dir gehören, wieder zu dir senden und alles an Kraft, was zu mir gehört, wieder zu mir zurücknehmen. Ich bitte um Heilung und Erlösung. Ich bitte darum, dass die ganzen Stränge, die zu dir gehen und zu dir laufen, die negativ sind oder angstbesetzt, von Zorn und Hass erfüllt, was auch immer, abgetrennt werden
Finde Worte wie diese und schreibe sie auf. Nimm dir richtig Zeit dafür. Wenn du dann alles aufgeschrieben hast und alles wirklich aus dir heraus ist, dann wirst du merken, dass auch vielleicht Sätze kommen wie ich fühle mich frei oder ich bin bereit, ein neues Leben zu führen. Ich bin bereit, dich loszulassen. Ich liebe dich. Du wirst merken, dass sich über dem Schreiben Dinge verändern. Wenn du fertig bist, nimmst du dann das Papier und faltest es. Und dann gibst du es in die Kerze, nimmst dir eine extra Schale dazu. Wie ein kleines Feuerritual kannst du bei schönem Wetter auch draußen machen, auf dem Balkon, auf der Terrasse oder eben im geschützten Bereich bei dir. Und verbrennst das alles, was alt war, was du geschrieben hast und machst dich dadurch frei. Und das ist so kraftvoll, wenn du das wirklich machst. Ich habe das selber durchgeführt. Und du brauchst auch keine Angst haben, dass irgendwas weggeht, irgendeine Verbindung weggeht, die du liebst. Das wird nicht passieren, es wird nur das weggehen, was euch schmerzt. Ja, als mein Herz gebrochen wurde, aufgebrochen ist, da habe ich erkannt, egal, was der andere tut oder nicht tut, ich darf immer lieben. Liebe ist meine Natur. Liebe ist ein Zustand und keine Emotion. Lass die Liebe fließen und auch wenn es Situationen in deinem Leben gibt, die schmerzhaft waren, lass die Liebe fließen. Nimm nur die Dinge, die dich ungut an die Situation binden oder an den Menschen binden, mit dem du vielleicht noch zusammen bist oder nicht mehr zusammen bist oder nie zusammen warst. Und schreibe sie auf, verbrenne sie, gebe sie ab, lasse sie los. Und was bleibt, ist die Liebe. Und die darf bleiben. Wir müssen nicht wieder geliebt werden, um zu lieben. Der andere muss nichts an sich verändern, damit wir ihn lieben können. Liebe ist unsere Entscheidung. Ja, ich hoffe, dass dir dieses kurze Video ein paar Impulse gegeben hat und auch ein bisschen Kraft gibt in dieser Zeit. Und wenn du Fragen hast, kannst du die sehr gerne unten in die Kommentare schreiben. So viel ich Zeit habe, beantworte ich die. Notfalls gibt es auch Einzelsessions, die man bei mir buchen kann. Aber ich bin natürlich auch so gut es geht wie für euch da, auch hier. Wenn ihr mir weiter folgen wollt und mehr über meine Arbeit wissen möchtet oder mehr Videos finden wollt, dann schaut in meinem Kanal oder auch in dem Text unterhalb meiner Videos. Ich wünsche dir jetzt, dass dein Herz, egal wie verletzt es ist, egal wie viele Vorstellungen und Bilder, die du von der Liebe hattest, die sich vielleicht bisher nicht erfüllt haben oder es spielt alles keine Rolle. Es spielt erstmal alles keine Rolle. Das Einzige, was wirklich wichtig ist für dich, ist, dass du die Liebe in dir selbst erkennst. Und dass du erkennst, dass Liebe deine Natur ist und es keinen Mangel daran gibt, außer du verschließt dein Herz. Und das ist ein großer Akt, ein großes Geschenk, was du anderen Menschen machen kannst. Und das ist das größte Geschenk, was du dir selbst machen kannst. Und wenn du das Gefühl der Liebe suchst, so beginne einfach genauer zu beobachten, ob es eine Blume ist am Wegrand, die du mal ganz genau anschaust und berührst und einfach nur mit deiner Wahrnehmung, deiner Aufmerksamkeit betrachtest. Dann wirst du spüren, da gibt es dieses leise Gefühl. Nein, es ist kein Gefühl, aber ich kann es nicht anders beschreiben, dieses leise, dieses Schwingen in dir, was Liebe ist. Es geht um die bewusste Wahrnehmung des Lebens, die Achtsamkeit und diese Bedingungslosigkeit in der Liebe. Das heißt nicht, dass wir uns alles gefallen lassen müssen. Nein, ich habe nochmal gesagt vorhin und ich sage es jetzt wieder, alles was ungut ist, was verletzt, was sich nicht stimmig anfühlt, das darfst du wirklich von dir abschneiden. Und dafür habe ich dir ja ein Ritual genannt, was du machen kannst. Aber die Liebe, lass durch, lass immer weiter fließen, lass sie fließen, egal was zurückkommt, lass sie fließen und es wird dich heilen und nähren. Schön, dass du da bist, deine Vivica.